Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier wieder eine Live-Meditation für euch geben darf. Das haben wir ja in der vergangenen Woche schon mal gemacht und werden wir jetzt übrigens jede Woche einmal hier in der Gruppe machen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Vielen Dank auch für das positive Feedback beim letzten Mal. Auch wie beim letzten Mal ist es diesmal so, dass ihr natürlich auch mitmachen könnt, wenn ihr noch gar nicht meditiert habt oder wenn ihr nicht viel Meditationserfahrung habt. Beim letzten Mal haben mir danach einige geschrieben, dass sie noch so ein paar Schwierigkeiten hatten, in die Meditation zu kommen, die Gedanken auszuschalten. Und deswegen habe ich die heutige Meditation daran ein bisschen angepasst und hoffe, euch diesmal den Einstieg in die Meditation ein bisschen damit erleichtern zu können. Noch kurz zu mir. Ich heiße Julia, ich bin 30 Jahre alt, ich bin alleinerziehende Mama von zwei Kindern, meine Kinder sind 4 und 6 Jahre alt und ich bin Meditationsleiterin und Coach für Mamas. Und mit Meditation habe ich begonnen im Jahr 2016 und habe seitdem fast täglich meditiert. Und ich bin, auch weil ich Mama bin, ein riesengroßer Fan von Kurzmeditationen. Das heißt, Meditationen, die so zwischen 5 und 15 Minuten gehen. Ich habe auch schon viel mit Meditations-Quickies gemacht, die wirklich innerhalb weniger Minuten zu machen sind, weil es mir einfach wichtig ist, vor allen Dingen auch Mamas zu zeigen, dass wirklich jeder meditieren kann und dass auch jeder die Zeit in seinem stressigen Alltag findet, diese Zeit für sich zu nehmen und sich diese Aufmerksamkeit zu schenken, weil Meditation in meinem Leben sehr, sehr viel verändert hat. Ich habe es erst letztens gesagt, als ich mit Meditieren begonnen habe, habe ich eine Tür geöffnet, eine Tür zu mir selbst, um mich selbst kennenzulernen, um meine Wünsche und Bedürfnisse kennenzulernen und mich auch zu öffnen, diese Wünsche und Bedürfnisse zu leben. Und ich möchte das tatsächlich nicht mehr missen. Und wir machen heute eine Meditation, um den Tag schön abschließen zu können, um die Entspannung einzuleiten, um vielleicht dann auch gleich schlafen zu gehen, wenn ihr mögt. Also einfach noch mal so einen ruhigen Ausklang dieses Sonntagabends. Und da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Wie ich es auch schon beim letzten Mal erwähnt habe, ich mache mir zum Meditieren immer gerne ein ätherisches Öl an. Und heute habe ich mich für Clary Sage entschieden. Das ist wirklich so das ätherische Öl zum Meditieren, weil das ein ätherisches Öl für die innere Arbeit ist. Gerade auch bei Ängsten, bei Blockaden ist das wunderschön. Und da habe ich mich heute dafür entschieden. Genau, ich persönlich habe im Vorfeld, bevor ich jetzt hier gleich mit euch meditiere, schon Tai Chi und Yoga gemacht und habe eine EFT-Klopfrunde gemacht, um auch selber jetzt schön entspannt und gelassen zu sein und diese Meditation für euch anleiten zu können. Teilt den Menschen, mit denen ihr zusammenlebt, gerne mit, dass ihr für die nächsten Minuten bitte ungestört sein wollt. Und dann sucht euch einen ruhigen und bequemen Platz, an dem ihr die nächsten Minuten entspannen könnt. Dabei ist es völlig egal, ob ihr sitzt oder liegt, ganz so wie es für euch am entspanntesten und am schönsten ist. Und dann macht es euch erstmal bequem. Schaut, dass ihr nicht friert, dass euch schön warm ist, dass ihr alles habt. Verändert auch gerne nochmal die Position, bis es wirklich passt, bis nichts mehr irgendwo wehtut, dass ihr wirklich ganz entspannt liegen oder sitzen könnt. Und ich werde jetzt zum Du wechseln, weil es einfach schöner ist. Und wenn du soweit bist, dann schließe jetzt deine Augen und atme tief in den Bauch ein, halte die Luft kurz an und atme lang wieder aus.
tief in den Bauch einatmen, die Luft kurz anhalten und lang wieder ausatmen. Tief einatmen, die Luft kurz anhalten und lang wieder ausatmen. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit noch bei deinem Atem. Konzentriere dich nur aufs Ein- und Ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Ich verbinde das immer gerne noch mit zwei Wörtern und denke Ruhe beim Einatmen und Gelassenheit beim Ausatmen. Ruhe, Gelassenheit. Ruhe, Gelassenheit. Und spüre, wie du bei jedem Ausatmen immer tiefer und tiefer in die Entspannung sinkst. Und nun stelle dir vor deinem inneren Auge vor, dass vor dir ein Blatt Papier und ein Stift liegen. Und wenn es etwas gibt, was gerade noch sehr präsent in deinem Kopf ist, kann ein Gefühl sein, ein Gedanke, dann schreib das jetzt auf dieses Stück Papier. Schreibe das auf das Stück Papier, was du aus dieser Meditation heraushalten willst, was du für die nächsten Minuten ausblenden möchtest. Und sieh dich selbst, wie du den Stift führst und das Wort oder die Wörter Buchstabe für Buchstabe schreibst. Und wenn du dann soweit bist, dann sieh, wie du den Zettel ganz klein zusammenfaltest. Und dann erscheint vor dir ein großer Schrank mit vielen Schubladen. Und eine Schublade öffnet sich jetzt für dich. Dort legst du deinen Zettel hinein und verschließ die Schublade ganz bewusst. Sollten trotzdem während der Meditation Gedanken kommen, dann halte nicht an ihnen fest. Lasse sie wie Wolken vorüberziehen. Konzentriere dich dann einfach wieder auf meine Stimme und deinen Atem. Und wir werden nun eine Welle der Entspannung durch deinen Körper schicken, um deinen ganzen Körper zu entspannen und tiefer in die Meditation sinken zu können. Die Welle der Entspannung startet oben an deiner Stirn und fließt von deiner Stirn aus über deine Augen, über deine Wangen und deinen Kiefer, über deinen Hals, bis zu deinen Schultern. Die Welle der Entspannung fließt in beide Arme, bis in die Fingerspitzen. Die Welle der Entspannung fließt in deinen Brustkorb und in deinen Bauchraum. Und alles entspannt sich und lässt los. Die Welle der Entspannung fließt durch deinen oberen Rücken und deinen unteren Rücken bis in deine Hüften. Lass locker, lass los. Lass dich fallen in die Entspannung. Und
die Welle der Entspannung fließt in deine Oberschenkel, in deine Unterschenkel und in deine Füße. Und spüre jetzt, wie vollkommen entspannt dein Körper jetzt ist. Vollkommen entspannt von Kopf bis Fuß. Spüre einmal nach, wie sich das jetzt gerade anfühlt. So vollkommen entspannt zu sein und locker lassen zu können. Gehe nun in Gedanken deinen heutigen Tag durch und lege deinen Fokus auf die kleinen, wundervollen, schönen Momente, die dir dieser Tag geschenkt hat. Beginne am besten am Morgen und erinnere dich an all die schönen Momente heute, für die du dankbar sein kannst. Das kann das Lächeln eines Kindes sein, eine schöne Blume, die du gesehen hast, Sonnenstrahlen, leckeres Essen, tolle Musik. Erinnere dich an jeden schönen Moment des heutigen Tages. Lass ihn noch einmal Revue passieren. Und spüre die Dankbarkeit für diese Momente, die diesen Tag heute so besonders gemacht haben. Konzentriere dich nur auf das Positive, auf die schönen, wundervollen Kleinigkeiten, die wir so oft im Alltag übersehen. Richte darauf deinen Fokus. All das Schöne, was heute geschehen ist. Dann atme einmal ganz bewusst in deinen Herzraum. Atme ganz tief in deinen Herzraum und spüre die Dankbarkeit für all diese schönen kleinen Momente, die du heute erlebst. Und nun denke an deinen morgigen Tag und stell dir deinen morgigen Tag so vor, wie er im besten Fall laufen könnte, wie du dir wünschst, dass der morgige Tag abläuft, dass du ausgeschlafen aufwachst, die Sonne strahlt. Gehe deinen morgigen Tag in Gedanken durch. Stelle dir einen bestmöglichen Verlauf dieses Tages vor. Wie soll der morgige Tag morgen für dich laufen? Was wünschst du dir von diesem Tag? Und bleibe in diesem Gefühl der Liebe, der Dankbarkeit, des Vertrauens in dich und in das Leben. Dass alles immer noch viel besser wird, als du es dir vorstellen und wünschen kannst. Spüre die Leichtigkeit, die diese Übung jetzt mit sich bringt, diese Vorfreude auf den morgigen Tag. Vielleicht hast du auch ein Lächeln auf dem Gesicht, weil du dich so sehr freust auf all die Wunder, die dich morgen erwarten. All die kleinen, wunderschönen Momente, die du auch heute erleben durftest. Nimm dir Zeit und atme. Einatmen. Ausatmen. Ruhe. Konzentriere dich noch einmal auf deinen Herzraum.
Lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Herzraum und stell dir dort eine Sonne vor. Und diese Sonne wird jetzt immer größer und größer. Die Sonne strahlt vom Kopf bis zu deinen Füßen, bis in die Fingerspitzen. Und die Sonne strahlt über deinen Körper hinaus. Verdeutlicht deine positive Energie, deine Liebe, deine Dankbarkeit, die durch dich hindurchfließt, in die Welt hinausfließt und noch mehr Positives in dein Leben zieht. Und nun stelle dich darauf ein, dass es Zeit wird, ins Hier und Jetzt zurückzukehren und diese Meditation zu beenden. Nimm die Unterlage wahr, auf der du sitzt oder liegst. Nimm den Raum um dich herum wieder wahr. Spüre deinen Körper. Bewege deine Füße und bewege deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Und nun atme noch einmal tief in den Bauch ein, nimm frische neue Energie auf. Und beim Ausatmen öffnest du einfach wieder deine Augen. Spüre für einen Moment noch dem Gefühl der Entspannung nach. Spüre noch einmal nach, wie du dich jetzt fühlst. Danke ich mich sehr bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid jetzt entspannt, konntet den heutigen Tag schön beenden und ausklingen lassen und habt euch gut vorbereitet auf den morgigen Tag. Hinterlasst mir wieder sehr, sehr gerne Kommentare unter diesem Video, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr jemanden kennt, für den diese Meditation geeignet wäre, dann verlinkt ihn sehr gerne unter diesem Video oder schickt es ihm weiter. Und ich freue mich schon ganz sehr auf das nächste Mal, wenn ich wieder eine Meditation für euch anleiten darf. Vielen Dank, ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Entspannt noch schön an diesem Sonntagabend und bis bald.